ausführlicher in den Jahreshoroskop anschauen. Aber diese Energien, die sind hier, werden hier zum Neumond aktiviert. Also in den ersten Januartagen deinen Visionen folgen. Vielleicht auch wirklich ein kleines Programm aufsetzen. Was möchte ich dieses Jahr erreichen? Ja, das einfach mal auszuarbeiten, aufzuschreiben, sich Ziele zu setzen. Aber ich habe den Ziel zu ändern. Wenn es berühmtlich oder so sind, die Zeit zu nutzen, weil das ist die Jungfrau Steinbock-Energie. Jungfrau ist für dieses rationale Herangehensweise, das Thema Arbeit wird da betont, wo wir uns Pläne machen. Ja? Und Steinbock ist die höchste Kraft der Manifestation. Ja? Steinbock ist die höchste Kraft der Manifestation. Die Verdichtungsprozesse sind eben einfach enorm. Und da Pläne zu machen, die werden, da ist schon die halbe Miete quasi mit drin. Also, Riesenchancen in der nächsten Zeit. Riesenchancen. Das ist ein geschrien Wert. Ich dahin gehen, wo ich die Hosen ausziehen kann. Insofern eben aufgeladen sind, weil jeder sich jetzt wandeln muss. Jeder muss sich entscheiden. Folge ich jetzt der Angst? Und dann kann es immens werden. Die Ängste, die werden überborgen. Oder gehe ich eben raus aus der Angst, gehe ich ins Vertrauen hinein? Schaue ich mir immer die Dunkelheit an? In den Medien wird ja meistens nur die Dunkelheit dargestellt. Schaue ich mir diese Dunkelheit an? Dort eine Katastrophe, dort Krieg, dort Leid, dort Betrug, dort Schlechtigkeit, dort Dunkelheit. Oder mache ich mal die Medien aus und ich schaue mir die guten, die lichten Sachen an und fokussiere mich darauf. Ja? Das wird eine unglaubliche Veränderungen in deinem Leben führen, wenn du dich immer nur noch auf das Licht konzentrieren wirst, weil du einfach immer mehr ins Vertrauen hineinkommst. Man kann auch sagen, Januar hat so was Schicksalshaftes, Angst oder Vertrauen. Welchen Weg folge ich? Jeder hat den freien Willen, jeder kann sich diesbezüglich entscheiden. Schaue ich mir die Medien an und lasse meine Ängste füttern oder streife ich das Ganze mal ab, übernehme ich Verantwortung für mein Leben und sage, ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich, ob ich Freude, Frieden oder Konflikte etc. in meinem Leben erfahre. Und das ist so ein Wendemonat, wird er für viele sein. Der Wendemonat war schon im Schützen. Da haben sich viele schon dafür entschieden. Ich habe sehr, sehr, sehr viel positives Feedback, gerade die in meinem Kurs drin sind. Da haben wir es schon intensiviert in den letzten Tagen und Wochen. Ist da sehr, sehr schöner Austausch hat stattgefunden. Für mich sehr, sehr bereichernd, eine große Freude. Habe ich schon gesehen, dass bei für viele, die da im Kurs drin sind, einfach weil wir da auch jeden Tag uns aufs Licht fokussieren, dass da viele einfach dieses stärker in das Vertrauen hineinkommen. Weil das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt aufsteigen kannst. Der Angst folgt weiterhin, der wird unten bleiben. Denn du allein entscheidest über deine Gefühle, ob du mit hochkommst oder unten bleibst. Aufstieg, obwohl es ein kollektiver Prozess ist, ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das kann uns im neuen Umfang jetzt bewusst werden, indem wir eben für den Frieden, fürs Vertrauen, für die Liebe entscheiden. Und da ist dieser Steinbockmonat ein Gipfelmonat. Da werden viele jetzt den Absprung schaffen. Sicher werden auch viele stecken bleiben, weil sie die Chancen nicht erkennen und weitermachen, immer nur im Außen schauen, wo das Dunkle ist. Andere erwachen. Vielleicht sind es wenige, die erwachen. Aber um die geht es. Um die geht es letztlich. Weil der Aufstieg, eine individuelle Angelegenheit, in den Himmel hineinzukommen, ist eine rein individuelle Angelegenheit. Der Himmel ist nicht für alle offen. Der Himmel ist für die offen, die ihre himmlische Natur aktiviert haben. Ja? Weil auf Erde lebt Licht und Schatten beieinander. Deswegen kann es ja zu diesen Schwierigkeiten kommen. Im Himmel ist es ganz gerecht. Da kommen nur die rein, die auch wirklich himmlisch sind. Weil wenn wir alle reinlassen würden, dann wäre es ja wie auf der Erde. Da wären ja auch ständig Kriege. Sprich, einfach vom Logischen uns schon herangehen. Der Aufstieg
beziehungsweise das Jenseitige ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Jeder hat die gleiche Chance. Wir haben den Freien. Jeder macht aus seinem Leben das Beste, beziehungsweise jeder entscheidet sich, wo er hin will. Durch seine Entscheidung, durch seine Gedanken, durch seine Gefühle, durch seine Handlung. Und diesbezüglich wird sich für viele jetzt der Himmel öffnen. Also viele werden jetzt da eine entscheidende Wandlung, eine entscheidende Neuausrichtung erleben. Vielleicht auch, weil das Leid eben extrem groß ist draußen und ich einfach sage, nee, ich möchte nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach ein neues Leben. Und die Gnadenenergie extrem hoch ist. Zu Weihnachten ist der Himmel uns so nah. Wenn Menschen in der Verzweiflung sind und die sich in sich gehen, die Engel, die schicken dir so viel Licht und der jetzt wirklich in diesen Momenten einfach mal kurz aufmacht, der kann eine enorme Gnade erleben, dass mit einmal göttliches Licht sein Bewusstsein ausleuchtet und für ihn der Weg glasklar wird. Deswegen wird das Ganze auf Erden noch zugelassen, die ganze Dunkelheit, weil das gleichzeitig eine Riesenchance ist. Eine Riesenchance, dass in der größten Not der Mensch sich nach innen wendet und sich zum Licht hin ausrichtet und dann mit einmal ihm alles klar wird. Deswegen immer wieder darauf schauen, dass du dich auf dein inneres Licht ausrichtest. Und je mehr du dem inneren Licht folgst, wirst du immer mehr zu einer Sonne. Du wirst immer mehr zu einer Sonne. Jetzt habe ich schon gewartet. Und kannst dadurch auch das Licht in das Leben anderer Menschen hineintragen. Und so ja, wird durch dich den anderen vielleicht bewusst, was da möglich ist. Gucken, das fehlt noch. Jetzt schauen wir uns die 12 Zeichen an. Da werde ich zu den einzelnen Zeichen auch. Also es lohnt sich ja immer dran zu bleiben, es sind ja viele dabei, die das alles anschauen, weil ich den einen oder anderen Aspekt zu den einzelnen Zeichen nochmal kurz ausführlicher darauf eingehen werde. Weil wir haben jetzt den kollektiven Prozess angeschaut und je nach Zeichen Energie variiert noch ein wenig. Arbeitshandschuhe, aber die Füße ziehen. Ja, hier ist ja schon sauber. Mhm. Jetzt haben wir ja noch unsere dreckige Küche, die habe ich noch nicht geschafft. Das Bad ist auch noch nicht fertig. Also noch. Er hat ja heute hier, kriegt ja hier Massierbesuch. Du musst doch hier alles schick sehen. Von meinem großen Bruder, Christian, wo ich jetzt wohne. Also hier. Ja, ne? Da? Wie ist das die normalen Leute machen? Kannst du ja noch Leinschuhe? Kannst du so zusammen stehen? Was sehen wir jetzt in die Küche? So, ja. Ich wollte in die Küche, warum wollte ich in die Küche? Können Sie mir noch erzählen? Was habe ich vorher gemacht? Apfel wollte ich holen, Apfel, genau. Da guck mal, weiß nicht, mein erstes Essen mitgebracht. Hier, mein Herkules ist alles geschleppt, voll schwer. Da drinnen, da ist finster. Da müssen wir mal eine Lampe anmachen. So, ja, mal gucken. Da, Marmelade, Honig, hallischer Honig, ich kann ja noch scheiße. Wenn ich meine, ich esse keinen Honig, aber hier habe ich jetzt eine gekauft, hallischer Honig aus Heidelberg. Finde ich toll. Ich packe mir. Ja, Apfel wollte ich, ja. Haben wir noch Ananas, da kommt auch wieder, ne? Essenklauen-Tee, Pulli, was haben wir nicht? Da ist hier drinnen sind das. Drinnen ist noch hier so Stolle. Die Stolle, meine erste selbstgebackene Stolle dieses Jahr. Oh, schön. So, und jetzt hier, mein MMS habe ich auch mitgebracht, das muss ich auch richtig stellen, das ist kaputt. Und die Säure alle, scheiße, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ich brauche sie laufen. Hier ist ein Test, ich gucke mal, ein Test. Das war vorher schon im dreckigen Beutel, ich habe vorhin nicht mitgenommen, den Beutel, ich habe voll geil, ey. Naja, das wird noch nicht, das war auch nur in die Lassen. Da will ich vielleicht aber drin kommen, dann. Genau, das ist der Wandel geschehen, da hinten. Ah. Oft ist es so, dass wenn wir die Engelsenergien wahrnehmen, die wir uns Ende des Neubeginns, das ist ein Wunsch als Sehnsucht, ich möchte jetzt meine Leben ändern. Ja? Wenn doch jetzt Engel dabei wären, die mir helfen würden. In Wirklichkeit ist es so, dass die Engel schon längst dabei sind und du spürst denen ihre Energie, nur weil du es in meinem Verstand dir ausmachst, interpretierst du das so als Sehnsucht, als Wunsch. Und hier ist die Chance groß, dass jetzt Ängste erkannt und neutralisiert werden. Dass hier stärker ins Vertrauen hineingegangen wird.
ein innerer Schatz gehoben wird. Denn, wie ich schon sagte, dieses Blute-Uranus-Aspekt, ja, Blute-Uranus, das ist ein immenser Schatz, der dann gerade da ist. Eine schöpferische Befreiung, die hier stattfindet. Eine mega schöpferische Kreativität. Wir sind hier auch auf der Erde, im Sonnensystem, Sonne, Individualität, Kreativität, um unserer göttlichen Kreativität bewusst zu werden. Und das ist für uns alle jetzt da und ganz besonders natürlich für den Widder, der ja den Uranus im eigenen Zeichen stehen hat. Der Uranus im Widder, alle Widder stehen jetzt davon betroffen, von diesen schöpferischen Befreiungsprozessen. Und jetzt kann im Monat Januar, also in den nächsten 4 Wochen, das Gold in der Berufung gefunden werden. Und hiermit ist gemeint, dass entweder geerntet wird, weil er zu fleißig war, beziehungsweise ihm eine Idee geschenkt wird, die künftig ihm viel Erfolg bringen wird. Goldschlürferzeiten. Ja? Also das Gold in der Berufung kann einerseits als Erfolg schon kommen, das neue Angebot kommt, wo einfach die Krönung stattfindet. Also ich muss ihn mit rausschmissen, weil ich meinen Tag bekomme. Die dann in der Folge 2016 ja, zu einem richtig erfolgreichen Jahr werden. Weil diese produktive Energie des Blutes und der Jungfrau ist im Widderleben vor allen Dingen in Papi, ist Widder? Meinst du nicht Blüte und Mutti ist eine Jungfrau? 2016 Horoskop sprechen. Vor allen Dingen im beruflichen, auf der materiellen, auf der physischen Ebene. Naja, das ist nämlich seitdem ich da nicht mehr bin. Muss der Batti sich endlich mal mit seinem Ödipus-Komplex auseinandersetzen. Vor allen Dingen, der ist nämlich auch Batti, der spielt kein Batti. Sein Batti, der ist nicht auf die Welt gegangen. Dass er zur Klarheit kommt, neu ausrichtet, Ängste überwindet und in die Erfolgsenergie hineinkommt, sodass das Gold Grüße, Liebe von meiner Oma. Auch in meinem Leben. Aber noch der andere Alte weggestorben. Ja. Das zeigt sich immer mit ihrer Enkelin. Hier geht es um eine Hör mal, ich am Skypen oben hier. Findest du cool? Warum guckst du dir eigentlich nicht meine Videos an? Da wissen Sie mal, so ist es in meinem Leben. Und unsere Familie. Dass zu den großen Gewinnern gehören können. Mein Schön, also, würde mich freuen. Vor allem für die Eingeweihten. Bei 16er Jahr und vor allem für den Stier. Jetzt wieder ein iPad, meine Omi hier. Angeblich. Und ein iPhone, also ein Smartphone und ein Pad und schon immer ein Laptop gehabt und ein Papi, ne? Der ist ein eigentlich schon gegangen, ne? Und das ist die Omi mal ein Papi, weil die Omi hat ja mehr Erfahrung. Was das Wetter angeht, ist auch besser. Das ist meine Grundregel, ne? Wenn die Alten eine Ahnung haben, mehr Erfahrung, ist ja logisch, wenn die lange auf der Erde sind und du sagst, ey, ich kriege ja 30 Jahre, lass mich mal machen, ne? Und ich sage, ich bin dreieinhalb, aber ich baue schon länger an. Also ja, jedenfalls könnte die Omi dem Papi das zeigen, wie das funktioniert. Wir könnten die von angesprochen, das Scherben könnten wir kennen. Das habe ich ja gesagt, dass ich um ihr Leben kümmern soll. Ja, von meinem Papi bin ich schon gestorben. Aber ich lebe noch, geil, oder? Das ist cool. Da haben wir so einen Kuchen getrennt, der hat mir nämlich 20 Euro gegeben. Die 20 Euro habe ich jetzt noch bekommen, die könnte ich dem... Für den Stier meine. Wählen. Ja, ich erinnere mich, dass ich überhaupt kein Einkommen ich vertraue nur meiner Silvia. Ja. Die Chance im Januar seiner also, das Einzige, die mir Geld gibt. In einer neuen ja, Dimension der Große. Zu begegnen. Meine Seelsorge, meine Telefonseelsorge, als ich bei der war, mein Erstproblem aufgehört.